Hallo Leute, willkommen zurück zum neuen Video von mir. Heute gibt es die zweite Kapitel-Review zu Guns E. Das zweite Kapitel ist jetzt draußen. Vorweg muss aber gesagt werden, das Kapitel hat nur 23 Seiten. Ja, wir haben alle gedacht, es wird 40 haben, aber nein. Guns E wird nur hat jetzt immer nur 23 Seiten. Man darf halt nicht vergessen, die Young Jump ist ein wöchentliches Magazin. Auch wenn Guns E halt nur einmal im Monat erscheint. Das heißt aber, hätte es mehr Seiten, sagen wir wieder 40, würde halt irgendein anderer Manga dann in der Woche wegfallen. Von daher, ja, wie gesagt, hat es jetzt halt nur 23 Seiten. Aber ich sage ja auch, lieber nur einmal im Monat 23 Seiten ganz als gar kein ganz. So, nun aber zum Kapitel an sich. Der Hanbi und der Masakichi, die sind ja im letzten Kapitel im Raum gelandet. Und wir haben ja schon allerhand andere Charaktere gesehen und es ist das Typische. Jeder fragt sich, wo man ist, was das für ein Raum ist, was das alles soll, wo sie sind und ob sie nicht eigentlich tot sein müssten. Irgendwann kommt der Masakichi dann auf die Idee, er tritt mal gegen die Tür und schaut, ob die aufgeht, weil ja, an sich lässt sie sich sonst nicht öffnen. Und vor allem diese komischen, wir nennen sie jetzt mal Yakuza-Bande, fängt an gegen die Wände zu treten. Allerdings hilft auch das nichts. Die Holzwände gehen nicht kaputt. Sie werden von niemandem gehört. Und ja, wie wir das halt aus dem ganzen Raum kennen. Dann wird jedoch eine weitere Person in den Raum gebracht. Und zwar eine junge Frau, welche aussieht wie eine Prinzessin. Zumindest trägt sie sehr edle Kleider. Und hier ist wirklich die Stelle, sie kommt wirklich so rein wie Kishimoto. Nur dass Kishimoto halt nackt war und in Kuronos Armen gelandet ist. Diese Prinzessin landet direkt auf dem Boden, hat aber auch anfangs die Augen geschlossen und ist halt angezogen. Die ganze Stelle erinnert aber wirklich sehr daran, wie Kishimoto in den Raum kam. Dann sind natürlich erstmal alle, was ist denn jetzt los? Hanbi und Masakichi sehen auch, dass die Leute so reinkommen und dass sie auch sie so reingekommen sind. Der eine sagt, es kommt schon wieder so eine Person so rein, halt durch diesen Transfer. Wir alle sind erstmal überrascht, schauen sich die Frau an, die dann auch langsam zu sich kommt. Doch sie können gar nicht viel mit ihr reden. Da kommt schon eine weitere Person, eine weitere Frau in den Raum. Und diese trägt den Ganzanzug, hat darüber allerdings so eine Art, ja, sieht so aus wie so eine Art Karateanzug. Ja, aber man sieht eindeutig sowohl an den Arm als auch hier am Kragen, am Hals, dass dort der Ganzanzug ist. Und diese sagt, so Leute, ihr hört jetzt alle, was ich zu sagen habe. Und ja, damit endet das Kapitel, das ist die letzte Seite. Und ja, an sich wieder ein sehr, sehr gutes Kapitel. Gut, Alien gab es noch nicht, ganz hat auch noch nicht losgelegt. Allerdings waren ja nach dem ersten Kapitel so die Fragen, ja, werden die Anzüge anders sein? Nein, damit haben wir jetzt die Beschädigung, die Anzüge sehen an sich so aus, wie sie aussehen sollen. Wobei ich muss sagen, der sieht so ein bisschen schlaffer aus. Normalerweise waren die ja richtig immer straff. Wenn man sich allerdings so den Arm anschaut, ja, sind da so ein paar Falten im Anzug. Aber gut, das ist, denke ich, einfach mal so, wie der Jin Kagetsu den Anzug zeichnet. Die Frau, die in den Raum kam, sieht aus wie eine Mischung aus Mary. Ihr wisst, die Frau, die am Ende von Guns dazu kam, die irgendwie auf Kase stand, warum auch immer. Und eine Mischung aus Papiko. Während diese komische, wir nennen sie jetzt einfach mal Prinzessin, allerdings nicht aussieht wie eine Edo-Version von Kishimoto. Ich hatte ja schon gedacht, wenn noch ein Charakter reinkommt, und ich war mir sicher, wenn noch einer reinkommt, wird er weiblich sein, dass wir dann eine Edo-Version von Kishimoto haben. Die Szene erinnert zwar daran, wie Kishimoto in den Raum kommt, sie sieht allerdings nicht aus wie Kishimoto. Hier können wir also nicht von der Edo-Version von Kishimoto reden, wie zum Beispiel Hanbi oder Masakichi, die ja gerne die Edo-Versionen von Kurono und Kato genannt werden. Ja, dann haben wir wie gesagt noch die Frau, die den Anzug trägt. Ich denke mal, die wird die jetzt im nächsten Kapitel aufklären. Die anderen Charaktere waren jetzt, ja, haben halt versucht rauszukommen, wussten jetzt auch nicht wirklich, was abging.
Kapitel war auch sehr, sehr textlos, muss man sagen. Bis halt auf, was ist los? Wo sind wir hier? Was soll der Scheiß? Was passiert da? Gab es auch nicht wirklich einen Dialog, also sehr, sehr textarm. Ich kann mir vorstellen, dass wir im nächsten Kapitel ein bisschen mehr Text bekommen. Die Frage ist halt, ob im nächsten Kapitel jetzt schon die Mission richtig losgeht. Gut, also sie werden sicherlich noch nicht auf das Alien draußen treffen, aber ob der Transfer nach draußen losgeht oder ob es im nächsten Kapitel erstmal nur Erklärungen gibt und am Ende vielleicht ganz loslegt. Wobei, man muss schon sagen, es waren zwar nur 23 Seiten, aber trotzdem hat man halt das Gefühl, in diesem Kapitel ist was passiert. Klingt komisch, wenn an sich halt auch nicht viel passiert. Wobei irgendwie doch, die Leute wundern sich, die Leute kommen rein und wie gesagt, wir haben direkt auch schon jemand dabei, der scheinbar länger dabei ist. Ich hatte jedenfalls so das Gefühl, in dem Kapitel ist doch schon was passiert. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass jetzt unsere, ja, Ganzerin, die wie gesagt schon dabei ist, gerade erklären will, dass sich immer natürlich alle noch weiter wundern und gerade wenn sie halt irgendwas gesagt hat, was als nächstes passiert, dass das dann auch passiert und dass wir am Ende des nächsten Kapitels vielleicht das Alien sehen, was ganz einblendet und auch wie von dem ganzen Pacing, wie ganz aktuell aufgebaut ist, erinnert es übrigens auch sehr stark an den Hauptmanga, denn auch da ging es nicht sofort in Kapitel 1 oder 2 mit der Mission los. Kapitel 1 war ja auch, dass Kurun und Kato erst am Ende in den Raum kamen. Kapitel 2 war dann auch, hey, wo sind wir? Wie gesagt, dann kam Kishimoto rein. Und erst im Kapitel 4 hat Gans dann wirklich losgelegt, das Alien gezeigt. Und gut, Kapitel 5, da ist die Mission dann richtig gestartet. Man merkt also, dass Gans doch schon ein paar Parallelen wirklich zum Hauptmanga zieht. Und ja, wie gesagt, ein bisschen schade ist natürlich, dass nur einmal im Monat ein Kapitel kommt. Aber wie ich schon am Anfang des Videos sagte, lieber einmal im Monat 23 Seiten oder so, als gar kein Ganz. Mir gefiel das Kapitel jedenfalls sehr, sehr gut. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu dem Kapitel in die Kommentare schreiben. Und ja, dann freuen wir uns mal alle auf das nächste. Und dann sage ich mal, mehr wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.